auch gute Spiele. Moin Ja, Leute, okay, ich willkommen habe bei der halt neuen häufig schon deine Aram-Aufnahme. Argumente gehört gegen Early Access, halt eben, dass aller Scheiß released wird und irgendwie alle Geld verdienen wollen, Das ist halt nur. leider in letzter Zeit echt so. Ja. Weil am Anfang war es leider noch zum Glück nicht so. Hier wird Aber Scheiße dann. gelabert und wir spielen LOL. Weil ich meine, die Was? ganzen. Was? Okay, wir können Spaß haben? Ja, ehrlich. Willst du Nee. keinen Spaß haben? Ich Weißt spiele du, ja LOL. Wollt ihr mir keinen Spaß wir haben? führen eine konstruktive Diskussion über das Sein und das Nichtsein Von Early Access. des Early Access bei Steam, ja? Und das Verhältnis zu Gaben und Rodney, ja? Zwischen Gaben und Rodney. Der eine hat Und einen du Schwanz im Arsch. unterbrichst uns mit so einer Lappalie wie League of Legends. Ja, der eine hat einen Schwanz im Arsch und der andere hat den Schwanz voller Scheiße. Ja, es kann nur Gewinner geben, siehst du? Es kann Das nur ist. Gewinner geben. Was? Das musstest du als Pflegepersonal sagen, oder? Heißt am Schwanz ist doch immer gewinnen. Ja. Lol. Gibt's eigentlich irgendwie Behindis oder so? Ich weiß nicht, du darfst ja eigentlich normalerweise sowieso nicht darüber reden, aber Ja, du gibt's hast doch auch über Behindis, die deinen mit ihrer eigenen komischen Fernbus. Scheiße reden? Was? Nicht reden, sondern spielen, meine ich. Achso, ja, sind schon langsam, sind wir schon Mit länger ihrer dabei. eigenen Scheiße reden, ey. Jetzt ja mit meiner Wobei, Scheiße gibt's sie auch? reden. Das weiß ich nicht, aber es gibt sehr viele, die ihre eigene Scheiße spielen. Das gibt immer wieder zu denken, weil was sagst du dir über diesen Menschen aus, dann über, meine, dieses Lebewesen spielt mit seiner Scheiße. Hast du das mal mit ansehen müssen? Ja, hab's aufgehalten. Weil es mich so weiter. Alter. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, warum machst du diesen Job? Ich habe das noch nie Der macht verstanden. voll Ich Bock. könnte das nicht. Ich mag das irgendwie mit den Leuten Er zu mag das, arbeiten. die Scheiße Hey, nein, jetzt ernsthaft. Ich will das wegzuhauen. ernsthaft wissen. Ja, ernsthaft. Ich mag irgendwie Nee, die ich meine Arbeit und auch die Rotten, Menschen. ich meine auch Nockel, das. Ja, mit den behinderten Witzen aufhören sollen. Natürlich ist auch, es klingt, wir machen es immer lustig auch und so weiter, aber irgendwie macht es auch Bock mit denen zu arbeiten und das ist auch irgendwie, macht es mir Spaß und ich mag die Leute, auch wenn sie halt teilweise behindert sind, manche mehr, manche weniger. Geh mal Manche ins haben Bett, größere ich schlaf Titten, nicht manche haben weiter. kleinere. Genau, gibt's irgendwie eine Behinderte, die du so richtig geil, also die so richtig geil aussieht oder so, die du mal gerne mal Nein, das gibt's abwischen nicht. würdest? Was denn? Sowas gibt's nicht, tut mir leid. Gibt's nicht? Okay, schade. Weil das wäre auf jeden Fall mal, das wäre mal Motivation zu arbeiten, weißt du? Weißt du, Behindert immer abwischen. wieder dazu überreden, dass Alter, sie Thomas pinkeln ist bei mir gehen muss voller oder so. Übersteuer die Ja, ganze das ist Zeit. richtig laut, Leute. Lautstärke anpassen, so. Du bist ein bisschen am Mann. Krakeelen, Thomas. Erstmal minus 10, ey. Ja, ich mach mal auf minus 3. Und wir gehen jetzt in mein Bett. Ja, Minus ich. 10, ey. Okay, ich gehe gleich in mein Bett. Solange bis eine neue Mission kommt, du willst doch auch den Gyroskop haben, oder? Ja, ich Den fliege mit meinem Gyroskop, Jet ey. herum, lass mich. Ja, dann geh in deinem Bett schlafen. Ich hab kein Bett in meinem Eurofighter. Tyrone! So, ich brauche erstmal ein Bett. Wo finde ich hier ein Bett? Warum frisch? Das habe ich gar nicht verstanden. Was war das denn? Richtiger Premium, Victor, Alter. Ah, fuck. Nee, weiter, weiter, Da weiter, kam die weiter. Ult. Da kam die Ult. Weiter, weiter, weiter. Ah! Ja, das kann ich, glaube ich, machen. Bitte. Nee, kann ich nicht weiterschlafen. Hört ne, wie geht's eigentlich mit dem Handy? Meinem Handy, das lebt am Abgrund. Bam, Fuck, ey, Tyrone. Yep, scheiß das mache Xerath, ich. ey. Danke. Irgendwie reagiert das jetzt auch nicht mehr. Also normalerweise blinkt das immer oben links, wenn man eine Nachricht bekommt oder so, bei WhatsApp oder SMS oder einen Anruf, aber das funktioniert auch nicht mehr. Frisches iPhone, wie das duftet. Kotzt mich richtig an, dass das nicht mehr geht. Man kann Handys machen kaputt, man kann Handys machen heilen. Ja, da hast du recht.
Weil so alt ist das gar nicht. Mir geht's auf den Sack, dass Handys immer so früh kaputt gehen müssen, ey. Und mir ist nicht mal richtig, so richtig runtergefallen irgendwann mal. Ah, fuck. 2 Jahre und dann ist das Leben schon vorbei. Und wenn's nicht vorbei ist, dann gibt's einen Patch, der das kaputt macht. Also ist gefühlt so. Ist das wirklich so. Ich weiß ja nicht warum. Wurde es nicht sogar schon bewiesen, dass das bei Apple so ist? Dass sie immer halt, wenn ein neues iPhone draußen ist, das alte irgendwie langsamer patchen? Also bei Apple meine ich ja, bei den anderen... Bei Apple ist das sogar bewiesen, ja. Weil Apple macht ja auch das Betriebssystem selber. Die ganzen Android-Handys, das sind ja eigene Produzenten, Handy-Produzenten, die einfach ein externes Betriebssystem benutzen. Lol. Erstmal Lente. Die Dodges sind real. Real Dodges. Oh. Ah. Ah, Mann, ey. Ich hasse Zierat im Arab. Ja, der ist so nervig. Das ist halt richtig mies. Das ist der krasseste Champion im Aram, ey. Oder einer der krassesten. Six ist auch mies. Aber Xerath, finde ich, sind die Spells einfacher zu trippen. Boah. Boah. Oh Mann. Ich sterbe viel zu schnell. Das ist richtig krass. Spielst du wahrscheinlich den Tyrone? Lol, das ist das. Oder? Das, ja. Aber noch Tyroniger als sonst. Was soll das denn bedeuten? Geht das überhaupt? Weiß ich nicht. Ja, weil so ein bisschen Tankiness baue ich immer mit rein bei den Tyrone-Build. Weil ich sonst halt nicht wieder rauskomme, aber jetzt gehe ich einfach. Das ist halt kein echter Tyrone. Ja. Und jetzt denke ich mir gerade einfach nur so, bam. Bam. Und trotzdem habe ich den Kill. Ja. Aber ich habe bestimmt 80% des Lebens weggehauen. Titten sind halt stärker als Muskeln. Titten sind halt stärker als Muskeln. Titties go bra. Bra bra bra. Dingus gra. Papa kaka. Gibi die Papa. LOL, fuck. Bam. Boom, 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 oh boom, Mann, boom. Ey. Da hat die Flash nicht funktioniert. Bum, 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 bum. Das Ding geht skra. Bam. Das Stingo, Alter. Bam. Das Stingo. Nein. Doch. Ich hab den 5 Sitzer genommen. Warum denn nicht? Du hast keine 5 Sitzer. Was machst denn du? Och, Annie! Fall ich nicht. Wieso bist du denn jetzt so? Die hab ich ja komplett vergessen, die Tosse. Wer? Yeah. Okay. Emily. Donut Jingle John. Donut Jingle John. Wer ist das? Na, Emmy. Och, Emmy. Alter, die ist echt hot. Echt jetzt? Das hat gerade sehr nach Stimmbruch geklungen. Echt jetzt? Echt jetzt? Bam! Okay, fuck. Das war's nicht, du. Soll ich dir mal ein Bam zeigen, Alter? Ich hab aber geholfen. Soll ich dir mal ein Bam zeigen? Oh fuck. Ja. Ja, warte. Easy, easy. Das ist Xerath im Busch. Böses. Bam, oh Mann! Ich wollte ihn wegbamsen, aber ich hab kein Bam gerufen, also war es auch kein Bam. Ja. Mehr zu. Mann, ich will jetzt den Gyros freischalten, ich will einen Helikopter bauen. BAM! Was ist? Hier in Rodney's Dojo ist eine ZIP-Datei, 500 MB groß, die heißt irgendwie DSA oder so, lad die runter. Danke! Bitte! BAM! BAM!
habe jetzt mal die Gigabyte Musik weggelassen. Alles klar. Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Ah, fuck, ey. Thomas, was tust du da? Ja, ich wurde getroffen. Ja, dann lass dich nicht treffen. Ja, ich hab gerade auf meine Spells geguckt und ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil dieses Bier, was du getrunken hast, diese Milch. Nimmst du auf, oder was? Ja! Oh Mann, du Dreckiger. Dreckiger? Mir ist was aufgefallen, möchte ich gerade mal so, wo wir gerade beim Thema Milch sind, sagen. Ja. Ja. Also B-Milch, ne? Nennt die Erwachsenenmilch. Nennen wir die Erwachsenenmilch. Eine meiner lieblingserwachsenen Milchmarken, die aus Bayern stammt, da habe ich das Problem, also da ist nicht viel Laktose drin. Ja. Aber irgendwie immer wenn ich das, also die Milch getrunken habe, wache ich mitten in der Nacht auf und habe richtig die Psychos. Ich weiß auch nicht. Was? Was? Ich glaube, da ist irgendwas in dem Hopfen drin, was ich nicht abkann. Also das ist so lecker, das Zeug. Ich nehme das jedes Mal in Kauf. Aber irgendwie, wenn ich das getrunken habe, so 3, 4, 5 Fläschchen oder so von der Milch, dann wirklich, ich nachts irgendwann, ich werde wach und denke mir so, holy... Wie heißt denn die Milch? Chiemseer. Okay. Milch. Und jedes, ich sag's, jedes, also das ist so lecker, das Zeug. Das ist echt Top 5, aber... Jedes Mal, ich weiß auch nicht, woran das liegen kann, aber kennt ihr das, wenn ihr Fieber habt und Fieberträume? Habt ihr sowas mal gehabt? Nein. Nee, hab ich noch nie gehabt. Ich hatte sowas nicht. Na, okay, also ich hab, wenn ich Fieber hab, immer Fieberträume und das ist echt kein Spaß, weil dann. Aber ihr kennt richtig Träume, die sich anfühlen, als wären sie richtig echt und dann wacht ihr auf. Ja, das hab ich fast jede Nacht. Ja, stell dir einfach vor, das ist noch krasser, also dass du gar nicht das Gefühl hast, irgendwann, dass du aufwachst, sondern einfach so dieses irgendwann schnippst und du bist wach. Also gar nicht mal so dieses, dass du einen Übergang hast zwischen. Wirklich Schlaf und dann wachst du auf und denkst so, holy fuck, das war echt, sondern dass du wirklich aufwachst und denkst so, holy shit, so, warum bin ich jetzt auf einmal in meinem Bett? Also so wirklich 100% davon überzeugt, dass das gerade real war. So sind bei mir Fieberträume. Und ähnliches habe ich immer, wenn ich das diese Milch getrunken habe. Das ist, ich muss, glaube ich, irgendwie mal untersuchen lassen, was da drin ist, ob ich irgendwie allergisch gegen Bayern bin oder so, keine Ahnung. Gegen Bayern. Ja, jeder ist allergisch gegen Bayern. Ja. Das ist jedes, allein also die Sprache ist hundertprozentig jedes sich Mal, als Freistaat sehen, das ist halt schon. Das ist halt schon ein bisschen dumm. Das ist ja, halt echt tamam. Das ist so eine Sache, die würde ich auch erstmal instant abschaffen, wenn ich an der Macht wäre. Erstmal Bayern töten. Hoffen wir, dass das nicht töten, passiert. Sondern den ihre Eigenständigkeiten nehmen. Wobei ja, die haben eigentlich gar keine. Bam! Ja, wie man sich gibt halt, ne? Wie man sich gibt. Ich, mein E macht schon allein mega fett Schaden. Das ist richtig krass. Ich und mein E, ich und mein E. E. Holy fuck, die Leute sind alle so fett, dass der Heli nicht mehr abheben kann. Was? Shit. Voll Pull, Junge, voll Pull. Boah, das Ding ist voll beladen, ey. Ich und mein Rolf, ich und mein Rolf. Rolf. Alter, du böllerst richtig, ey. Ich dachte, ich mach jetzt Tyroniken an Tyrone. Wenn ich die Terroristen weggebracht habe, dann darfst du gerne nochmal speichern. Ja, die Terroristen? Ja, die Touristen. Ich und mein Golf. Mies. Lol, ich lauf einfach in den. Wisst ihr, ist im U-Boot überhaupt der Antrieb knurrt? Ich versuche gerade herauszufinden, wie die Elektro da funktioniert. Bei dem, was du aus dem Workshop hast? Ja. Pff, keine Ahnung.
Ich hab echt nicht begriffen, wie das da funktionieren soll. 7 Hebel, alle müssen an sein, damit das Ding losfährt. Du hast es halt doch begriffen. Da fragst du echt den Falschen, ey. Aber ich bin froh, dass mein eigenes Schiff fährt, also das reicht. Oh, ja, fuck, mies. Ey. Da sind sie ja. Ladidadida, Schlappamida. Oh lol! Was für ein Wichser. Und speichern. Da ist ja einfach mein W geflasht. Oder mein Q. Was? Wer will denn aufgeben, ey? Das ist ein A-Ram, ich verstehe das auch überhaupt nicht. Warum nicht? Jetzt kann ich es. Solange das steht, was man hat, kann man speichern. Was waren da jetzt alles? Das sind halt alles so Ordnis, die keinen Spaß am Leben haben. Gyros. Nein. Ach, das ist die. Das ist Elixier des Lebens. Elixier. So Junge, jetzt kann ich mir endlich ein Heli bauen. Elixier des Lebens. Ja. Ich glaube, das sehen so ein paar Moslems anders. Ja, Lol. Das ist nicht mein Holy Problem. Holy fuck. Die halt da machst du jetzt ein Fass auf. Oh mein Gott. Großes Schwein. Gross ist von einem heiligen Tier, das man essen kann, außer du bist dürft. Von einem nicht. Heiligen Tier, Alter. Schweine glaub, sind nicht drin. In keiner Religion werden Schweine als heilig angesehen. Dreckig. Warum eigentlich nicht? Schweine bringen Glück. Das kann sein, also. Das weiß ich halt nicht. Wenn ich mir selber Glück bringen soll, dann bringe ich mir lieber selber kein Glück, weil das ging bis jetzt nicht so gut. Baba Biba! Ladidadida! Denn sonst wäre ich nicht hier. Nein, oh. Was? Mies! Nice, geschissen. Genau das wollte ich hören. Mir geschiss. Boah, der Large Rotor ist echt large. Warum haben wir noch keinen Small Rotor? Sondern nur large. Na, oh, na, na, na. This is very large. Ich brauche jetzt einen Matchbox-Helikopter. Den neuen Matchbox-Helikopter, cooler als je zuvor, yeah! Gibt's die Marke überhaupt noch? Also Matchbox? Also Werbung gibt's nicht mehr. Kann so on the remaining breakers und lights to fiscal. Oder eigentlich gar keine mehr, ich weiß nicht. Ja, irgendwie ist die Werbung von heute richtig scheiße. Es gibt nur noch Werbung für irgendwelche Sextoys und für ProSieben. ProSieben, ja. Ja. Wenn du jetzt den Fernseher anmachst, ist du ihn richtig auf und sagst, Eis.de, schieb dir einen geilen Dildo rein. Alles klar. Dildo ist die neue Zukunft. Ihre Frau. Und dann sitzen da immer meistens auch noch irgendwelche fetten Quallen mit irgendeinem lila Delfin. Ich denke so, bah, Alter. Das will doch keiner sehen. Das will doch keiner sehen. Die sind mit dem Gutschein 111. Kriegst du jetzt 10% Rabatt auf Amorelli. Ich so. Warte mal, welche Werbung guckst du? Ehrlich, ey. Das ist ja richtig. Uhr, Alter, auf DSF oder was? Sport 1? Nee, ProSieben, 15 Uhr. Direkt nach mit dem Code 111. Jetzt, Partner, das läuft auf Sat1, Digga. Wenn's ja, überhaupt noch läuft. Lenzen und Partner, bist du scheiße. Ja, dieser komische ziegenbärtige Bastard, ey. Nee, warte, das ist ein Enrico, kein Ziegenbart. Lenzen und Partner. Der Morgen Lenzen und Partner. Oh. Der Feind! Feind! Rod nicht mal einen fliegenden Kubus. Alles klar. Das ist was. Ach so, einen fliegenden Würfel. Tamam, tamam. Easy, easy. Alter, ach, fuck. Der Shit macht echt Fetcher an. Easy, easy, tamam, tamam. Oh, ich hasse Sirat. Teraf. Das Ding sieht so scheiße aus. Nee, Full Tyrone or No Tyrone. Full Tyrone or No Tyrone, sagt er. Ja. Ah! Toll.
Easy, easy. Tamam, tamam. Also, Alter, jetzt erstmal Instant Finish. Das sind immer die krassesten am Aram. Ja. Das sind die heftigsten. Also, anstatt dass sie die Minions finishen lassen. Ja, die haben keine nicht, Ehre. Die haben Langeweile einfach. Ja. Die spielen nicht. Aus Spaß. Des Spiels wegen. Das ist schon ein Ding. Der. Das sind keine wahren Gamer. Der Dinger. Das ist Dingle-Dong. Jonah Jane Dingle-Dong. Du musst eben pinkeln. Und hiermit verabschiede ich mich für diese wunderschöne Aufnahme. Wir gucken uns da einmal die Details an des Spiels. Sehr schöne Details, sehr schöne Grafen. Tschüss.